Dieses Haus hat sich Jessica also ausgesucht. Da bin ich ja mal gespannt. Sie war so aufgeregt und hat sich gefreut, dass wir es heute besichtigen können. Wo bleibt sie denn nur? Sie wollte doch schon vor 10 Minuten da sein. Komisch. Sie kommt doch nie zu spät. Es tut mir leid, Schatz. Ich weiß. Ich bin zu spät. Ich wurde aufgehalten. Und jede Ampel war rot. Ist ja gut. Komm erst mal her. Warte mal. Wo sind deine Schuhe? Das ist eine lange Geschichte. So machen wir keinen guten Eindruck, Schatz. Ich weiß. Aber es war wirklich ein dummer Unfall. Naja, egal. Da kann man jetzt nichts machen. Komm, lass uns das Haus ansehen. Ja, endlich, ich freue mich so. Ich hoffe, es ist so toll, wie du gesagt hast. Ja, du wirst begeistert sein. Den Garten finde ich wirklich schön. Es wäre perfekt für unsere Kinder. Ja, und diese Rosen erst wunderschön. Oder findest du nicht? Ja doch, aber, da muss mein Grill hin. Du spinnst doch. Komm, lass uns drinnen umgucken. Ja, klar. Und wie findest du die Küche? Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Ist das dein Ernst? Nur ganz gut und nicht schön? Das finde ich echt blöd. Aber wieso? Ich habe mir so Mühe gegeben, dieses schöne Haus zu finden. Ja, das weiß ich doch. Die gelben Gardinen hinter mir finde ich echt cool. Ja, die sind echt klasse. Wir können ja ein bisschen umdekorieren. Das ist eine gute Idee. Hey, jetzt nicht sitzen. Aber ich habe keine Kraft mehr. Nein, so nicht. Zuerst schauen wir uns das Wohnzimmer an. Nur eine kleine Pause, bitte. Nein, komm, du Faulpelz. Jetzt geht das wieder los. Ja, dann komm jetzt, ich will auch nach Hause. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Das finde ich auch. Was sagst du zu dem Sofa? Ich finde das Sofa auch sehr schön. Na dann. Muss ich wohl direkt testen, haha. Schatz, das ist doch nicht unsere Couch. Haha, jetzt schon. Wir kaufen die auch. Bist du doof? Wir haben eine schöne Couch. Ist mir doch egal. Ich will die. Du bist so stur. Aber auch sexy. Du Spinner. Und den Fernseher. Den nehmen wir auch. Den habe ich schon gekauft. Perfekt. Du bist die Beste. Ich weiß, Schatz. Komm, wir gehen raus. Ja, los. Gesundheit. Das ist meine Arbeitsallergie. Ich muss nämlich jetzt los, Schatz. Okay. Ich rede mit der Maklerin. Mach das bis später. Bis später, Schatz. Hey. Oh Gott. Wie sieht die denn aus? Einfach höflich lächeln und winken. Und, wie gefällt Ihnen das Haus? Das Haus ist wirklich schön. Also, möchten Sie es kaufen? Ja, wir wollen es kaufen. Sehr gut. Haben Sie mir noch was zu sagen? Ham, nein. Kommen Sie mal mit. Ja, bitte, was haben Sie denn? Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand mich verurteilt. Aber wie kommen Sie darauf? Ich habe Sie genau gehört, wie Sie oh Gott gesagt haben. Ja, aber Ihre Haare sind auch echt schlimm, haha. Was soll das heißen, jetzt reicht's. Bleiben Sie doch ruhig. Nein, das finde ich nicht lustig. Sie haben mir echt wehgetan. Sie machen mir Angst. Ich werde Sie anzeigen. Nein, bitte nicht. Ich habe eine Tochter. Ich zeige sie nur nicht an. Wenn wir die Couch geschenkt bekommen. Okay, ist ja gut. Nur bitte keine Anzeige. Das geht in Ordnung. Ich mache die Kaufpapiere fertig. Kommen Sie mit in mein Büro? Okay, dann bis gleich. Wow. Sehr schön ist es hier. Ich weiß. Setzen Sie sich bitte. Gerne. So 250.000 Euro hatten wir ja ausgemacht.
Genau 250.000 Euro. Und die Couch? Ja, ja, die Couch bekommen Sie auch. Sehr gut. Ich dachte, Sie hatten das schon vergessen. Nein, ich möchte echt keine Anzeige bekommen. Da sind wir ja schon zwei. So, der Vertrag ist fertig. Vielen Dank für das gute Geschäft. Und die Couch? Jetzt werden Sie nicht noch frech. Sonst überlege ich es mir nochmal. Ist ja gut. Schicken Sie mir alles noch per E-Mail bitte. Mach ich. Und jetzt raus. Da ist die Tür. Bin schon weg. Tschüss. Haha, es hat echt geklappt. Wir haben echt die Couch umsonst bekommen. Dabei hat der Schubser gar nicht wehgetan, haha. Mein Mann wird sich freuen, wenn er das hört. Was hättet ihr gemacht? Die Couch, auch umsonst mitgenommen. Oder hätte die Maklerin sie behalten sollen? Abonniert gerne den Kanal und gebt uns ein Like. Bis zum nächsten Video. Ciao.